سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه من قولي. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sehr geehrte Geschwister im Islam, inshallah ta'ala werden wir heute mit einer weiteren Geschichte von den Geschichten des Korans weitermachen. Es handelt sich um eine weitere Geschichte aus der bekannten Sura Al-Kahf. In der letzten Woche hatten wir über die erste Geschichte gesprochen gehabt, die Geschichte, nach der auch diese Sura benannt wurde, nämlich Al-Kahf, die Geschichte der Höhlenbewohner oder die sieben Stäfe, wie sie in der christlichen Tradition bekannt ist. Und heute, inshallah ta'ala, werden wir uns mit der nächsten Geschichte beschäftigen. Eine Geschichte, welche ebenfalls über die Fitne spricht. Wir wissen ja, Surat Al-Kahf ist die Sura, welche vor der Fitne schützen soll, weil sie nämlich über jede Form oder über die bekanntesten und wichtigsten Formen, über die Hauptformen der Fitne spricht, der Versuchung spricht, die Fitne in der Religion, die Versuchung von der Religion durch Unterdrückung abzukommen, die Fitne im Vermögen unserer heutigen Geschichte, die Fitne im Wissen und die Fitne in Bezug auf die Macht. Und heute, inshallah ta'ala, beschäftigen wir uns mit der Geschichte, welche über die Versuchung des Vermögens spricht. Eine Geschichte, die voll mit Lehren ist. Eine Geschichte, welche über die Dankbarkeit spricht. Über die Dankbarkeit gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala für all die Gnaden, mit denen uns Allah subhanahu wa ta'ala überhäuft hat. Eine Geschichte, welche über eine wichtige Form, im Grunde genommen kann man sagen, eine Hälfte der Prüfung spricht, weil nämlich die Prüfung im Islam aus Dankbarkeit und Geduld besteht. Und deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam: Ajaban li amri al-mu'min, inna amrahu kullahu lahu khayr, wa laysa dhalika li ahadin illa lil-mu'min. Wunderlich ist die Angelegenheit des Mu'mins. Seine Angelegenheit ist in jeder Hinsicht gut für ihn. Und dies gebührt einzig und allein dem Mu'min. In asabathu sarra'u shakara, fa kana khayran lah. Wenn ihm Gutes zustößt, ist er dankbar und dies ist besser für ihn. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرْ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ. Und wenn ihm Schlechtes zustößt, dann ist er geduldig und dies ist besser für ihn. Diesen Hadith sollte jeder Muslim auswendig können. Wir haben ihn schon oft erwähnt, aber es ist ein Hadith, den jeder Muslim auswendig können muss und verinnerlichen muss. Auswendig können muss und verinnerlichen muss. Weil im Grunde genommen die Prüfung genau aus diesen beiden Hälften, aus diesen beiden Teilen besteht, aus der Dankbarkeit gegenüber Allah für die Gnaden, die er einem gegeben hat, und die Geduld gegenüber den Schicksalsschlägen, wenn sie einen treffen sollten, dass ich geduldig bin und zufrieden bin mit dem, was Allah subhanahu wa ta'ala für mich bestimmt hat. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمًا. Und was den Menschen anbelangt, wenn Allah ta'ala ihn prüft, sein Herr ihn prüft und ihn dann ehrt, فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ, und ihn überhäuft mit Gnaden, فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمًا, so sagt er: Mein Herr hat mich geehrt und glaubt, dass dies etwas ist, was er sich selbst angeeignet hat, und vergisst die Dankbarkeit gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala, genauso wie wir es in dieser Geschichte haben. Dies ist die erste Form der Prüfung, eine Prüfung, die viele Menschen nicht als Prüfung erkennen, weshalb auch viele Menschen, denen Allah ta'ala Gnaden erwiesen hat und überhäuft hat mit Geschenken,
auch diese Prüfung nicht bestehen, weil sie nämlich undankbar sind und glauben, dass sie sich dies selbst angeeignet haben. Und auf der anderen Seite, وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. Und wenn er ihn aber prüfen sollte und seinen Rizq, seine Versorgung einschränken sollte, so sagt er, mein Herr hat mich erniedrigt, aber dieser armselige Mensch, er weiß nicht, dass dies lediglich eine Prüfung ist. Und deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala direkt danach, Kalla, balla tukrimuna al-yatim. Das ist es, worauf es in Wirklichkeit ankommt. Nein, keineswegs. Das sind lediglich Prüfungen. Worum es geht, ist die Dankbarkeit, dass ich Gutes tue. Warum sie ehren nicht das Weise. Und dann gehen die Verse weiter. Das sind Verse, über die wir heute nicht sprechen werden, in Surat al-Fajr. Das heißt, unsere Geschichte hat heute etwas mit der Dankbarkeit zu tun. Mit der Dankbarkeit für die Gnaden Allah subhanahu wa ta'ala, mit denen Allah subhanahu wa ta'ala uns überhäuft hat. Unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ist in dieser Hinsicht der Dankbarste aller Dankbaren gewesen. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam ist in dieser Hinsicht unser Vorbild gewesen. Es gab nichts, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam getan hat, außer dass er dafür dankbar gewesen ist. Wenn der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gegessen hat, hat er Allah subhanahu wa ta'ala dafür gedankt. Alhamdulillahi alladhi at'amana wa saqana wa ja'alana min al-muslimin. Lobt sei Allah, dass er uns gespeist hat und getränkt hat und uns zu den Muslimen gehören ließ. Und wenn dann das Essen vom Tisch weggehoben wurde, aufgehoben wurde, sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, Alhamdulillahi, hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fi, Alhamdulillahi, alladhi kafana wa awana, ghayru mukfan, wala makfurin, wala... Bis zum Ende des Bittgebets. Also wieder hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gedankt. Und wenn ihm etwas Gutes zugestoßen ist, sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, Alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu s-salihat. Gelobt sei Allah subhanahu wa ta'ala, durch dessen Gnade die guten Dinge, die frommen Dinge vollendet werden. Und wenn ihm etwas Schlechtes zugestoßen ist, was ihn traurig gemacht hat, sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, Alhamdulillahi ala kulli hal. Gott, Allah sei gelobt für jede Angelegenheit und in jeder Situation und viele, viele andere Situationen. Selbst wenn er genießt hat, hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala dafür gedankt und ihn dafür gelobt preist und in vielen, vielen anderen Situationen immer wieder, egal wo er ist, sallallahu alaihi wa sallam, er dankte Allah subhanahu wa ta'ala. Und als er eines Tages von Aisha radiallahu anha gefragt wurde, weshalb er so lange im Nachtgebet verbringt, so viele Stunden im Nachtgebet verbringt, sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, und sie sagte, bis sogar seine Füße angeschwollen sind, sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, أَفَلَا أَكُونُ عَبَدًا شَكُورًا. Soll ich denn nicht ein dankbarer Knecht sein? Das heißt, wir sprechen heute über eine Geschichte, welche genau über diese Hälfte der Prüfung geht, in der Allah Ta'ala uns prüfen möchte und in der unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam unser absolutes Vorbild gewesen ist und in der die meisten Menschen durchfallen. Und deswegen sagt Allah Ta'ala an anderer Stelle, اعملوا آل داود شكرا توت او فميلي داود دانك وقليل من عبادي الشكور. Und die wenigsten unter meinen Dienern sind dankbar. Genau darum geht es in dieser Geschichte. Allah dankbar zu sein für all die Gnaden, mit denen er einen überhäuft hat, und nicht hochmütig zu werden und zu glauben, dass man sich all dies selbst angeeignet hat. Es ist die Geschichte von dem Mann mit den zwei Gärten. Es ist die Geschichte von dem Mann mit den zwei Gärten, die in Wirklichkeit ein Garten gewesen sind, jedoch so aussahen und so riesig gewesen sind, als wären sie zwei Gärten. Eine Geschichte, welche vom Hochmut spricht. Eine Geschichte, in der es um zwei Menschen geht. Einen Menschen, der durch diese Prüfung gefallen ist, an einem anderen Menschen, der ihn erinnert hat an Allah subhanahu wa ta'ala und
seine Prüfung im Leben, nämlich die andere Hälfte der Prüfung, der Geduld, verstanden hat und bestanden hat. Verstanden hat und bestanden hat. Das heißt, es geht nicht nur um die Dankbarkeit, sondern es geht auch um die andere Hälfte der Prüfung, um die Geduld, welche verkörpert wird durch deinen Gesprächspartner, mit dem er in dieser Geschichte spricht. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Vers Nummer 32 dieser Geschichte: وَضُرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا. Und präge ihnen das Gleichnis von zwei Männern. Es ist nicht bekannt, wer diese zwei Männer gewesen sind. Es gibt einige Überlieferungen, die ebenfalls zu den Israeliyat gehören, in denen die Namen dieser beiden Männer erwähnt werden und gesagt wird, um wen es sich dabei handelt. Und zwar sollen es zwei Männer gewesen sein. Der eine hieß Tamlicha und der andere hieß Urtush. So wird es überliefert. Aber diese Überlieferungen sind nicht ganz authentisch. Und sie sind im Endeffekt auch nicht wichtig. Es geht um zwei Männer. Und deswegen sagen auch die meisten oder ein Teil der Mufassirun, der Koran-Exegeten sagt, dass es sich hier bei dieser Geschichte möglicherweise nur um ein Gleichnis handelt. Das heißt mit anderen Worten, dass diese beiden Männer niemals existiert haben, sondern es lediglich ein Gleichnis darstellen soll. Andere Mufassirun, andere Koran-Exegeten und Interpreten sagen, nein, es gab diese beiden Männer wirklich. Jedoch wissen wir nicht konkret, wann sie gelebt haben und wo sie gelebt haben. Und wie wir schon oft gesagt haben in Bezug auf die Geschichten des Korans, es ist völlig egal. Es ist irrelevant. Es geht um die Tatsache. Es geht um die Lehre, welche wir daraus ziehen sollen. Mit diesem Gleichnis wurden nämlich die Menschen in Mekka erinnert an Allah subhanahu wa ta'ala. Mit diesem Gleichnis wird jeder Mensch, der dieser Fitne verfallen könnte, der Fitne des Vermögens, an Allah subhanahu wa ta'ala erinnert. Und es wird ihm aufgezeigt, was das Ende und was die Folge und was die Konsequenz der Undankbarkeit ist und des Hochmuts ist und des Kufrs, des Unglaubens ist. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Das heißt, es sind zwei Männer gewesen. Das ist erst einmal, worauf es ankommt. Zwei Männer. Und jetzt sagt Allah subhanahu wa ta'ala über einen dieser beiden Männer: Dem einen der beiden gaben wir zwei Gärten mit Rebstöcken. Jetzt werden diese beiden Gärten, jetzt wird diese Gnade, mit der Allah subhanahu wa ta'ala diesen Mann überhäuft hat, beschrieben. Die Vollkommenheit dieser Gnade, weil es sich nämlich um die Schöpfung Allahs handelt. Dem einen der beiden gaben wir zwei Gärten mit Rebstöcken. Rebstöcken, Weintrauben, die angebaut werden. Und es sind zwei Gärten gewesen. Manche sagen jedoch, eigentlich war es ein Garten, aber es sah so aus, weil es so riesig war. Und weil nämlich dieser Garten geteilt war durch einen Fluss. Das heißt, ein Fluss, wie wir gleich sehen werden, ist durch diesen Garten geflossen, sah es so aus, als wären es zwei voneinander unabhängige Gärten. Aber in Wirklichkeit war es ein Riesengarten gewesen. Wallahu ta'ala ala wa ala. Aber Allah ta'ala möchte uns einfach aufzeigen, dass es sich um etwas unglaublich Schönes gehandelt haben muss. Das heißt, dem wir zwei Gärten mit Rebstöcken gaben und wir umgaben sie mit Palmen und legten dazwischen sonstige Pflanzungen an. Das heißt, umgeben waren diese Rebstöcke noch mit einem Palmengarten, sodass sie geschützt waren, sodass nicht jeder Zutritt hatte. So, dass die Rebstöcke schön in der Mitte gewesen sind und um diese Rebstöcke herum, um diese Weintrauben, waren dann auch noch Palmen gewesen. Das heißt, man muss sich jetzt vorstellen, Schatten, Früchte, ein schöner Ort, ein bezaubernder Ort, ein Ort, an dem man sich gerne aufhält, ein Ort, der einen die Strapazen des diesseitigen Lebens
vergessen lassen könnte. Aber es ist auch ein Ort, wie wir später sehen werden, am Ende der Geschichte, der vergänglich ist. Und der im Vergleich zu dem, was Allah subhanahu wa ta'ala für seine gottesfürchtigen Diener vorbereitet hat, nicht ist. Trotz dieser Schönheit. Also als würde Allah ta'ala uns sagen wollen, ganz gleich wie schön das Diesseits ist, ganz gleich was du im diesseitigen Leben erlangen solltest, ganz gleich wie vollkommen es auch sein mag, guck mal wie schön Allah ta'ala das beschrieben hat, symmetrisch regelrecht, wie ein Paradies auf Erden, egal was ist, es ist vergänglich. Und du sollst danach nicht streben, es ist nur ein Trug, es ist nur ein Schein, es ist etwas, was nicht von Dauer ist. Streb nach etwas anderem, o Mensch. Streb nach etwas anderem, o Sohne Adams. Streb nach dem, was Allah subhanahu wa ta'ala für die Gottesfürchtigen vorbereitet hat. Nämlich, أَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِينَ. Ich habe für meine frommen Diener etwas vorbereitet. Was, o Allah? مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ. Was noch kein Auge gesehen hat. وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ. Noch ein Ohr gehört hat. وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ. Sonst einem Menschen niemals in den Sinn kommst. Allahu Akbar. Das heißt, das ist es, wonach wir streben sollten. Diese Saharat al-Hayat al-Dunya, diese Blume des diesseitigen Lebens, es ist eine Blume, ja richtig. Aber diese Blume ist vergänglich. Sie wird irgendwann mal verwelken. Guck mal, Allah Ta'ala beschreibt die Dunya als eine Blume. Aber was passiert mit einer Blume? Ganz gleich, wie schön diese Blume ist. Selbst wenn du sie in die Vase tust, Dünger hineintust, sie wird irgendwann mal verwelken und trocknen. Dann ist sie vorbei. Selbst wenn du sie irgendwo dann in ein Buch stecken solltest, irgendwann wird sie ganz zerbrücken. Und dann ist sie weg. Bleibt nicht. Sie ist vergänglich, die Dunya. Und egal wie vollkommen sie auch aussehen mag, es ist nur ein Trugschluss. Es ist nur ein Trugschluss, dass dies von Dauer sein wird. Und deswegen, guck mal, wie Allah Ta'ala uns gleichzeitig auch durch die Beschreibung dieses Gartens vor der Dunya warnt. Und deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, Huffat al-Jannatu bil-Makari wa huffat al-Nar bil-Shahawat. Das Paradies ist umgeben mit Makari, Dinge, die der Mensch, der Nefs, verhasst. Weil sie anstrengend sind. Man muss sich immer wieder überwinden. Man muss sich immer wieder anstrengen. Man muss immer wieder seinen Schweinehund in den Griff bekommen. Hm? Im Übrigen ein islamischer Begriff, der von Imam al-Ghazali geprägt wurde. Immer wieder diesen Schweinehund in den Griff bekommen. Sein Ego. Hä? Es ist schwierig, es ist sehr, sehr anstrengend. Jeden Tag von neuem. Jeden Morgen, wenn du aufstehst, musst du dich von neuem anstrengen. Jeden Morgen. Jeden Morgen kommen andere Fitten, die dich versuchen, vom richtigen Weg abzuholen. Aber die Hölle, die ist umgeben von Lüsten und Gelüsten und Begierden. Ja, das ist einfach. Das ist einfach. Und Jibril alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala zeigte ihm das Paradies und die Hölle, wie es überliefert wird, authentisch. Als er die Hölle sah, sagte er, keiner, der diese Hölle sieht, wird sie jemals betreten, weil er solch eine große Furcht vor ihr haben wird, dass er alles dafür tun wird, um sie nicht zu betreten. Und dann schmückte sie Allah Ta'ala vor ihm mit Gelüsten und Begierden aus. Woraufhin dann Jibril alayhi salam sagte, ich habe jetzt die Befürchtung, dass es niemanden geben wird, außer dass er sie betreten wird. Und umgekehrt genauso. Als er das Paradies sah, sagte er, keiner wird das Paradies sehen und erblicken, außer und davon hören, außer dass er es betreten wird. Weil alles dafür tun wird, um es zu betreten. Alles. Wenn du ein tolles neues Handy, ein iPad, der ganz neue, ja, siehst, du hast kein Geld. Ja, aber du siehst es, ich muss das unbedingt haben. Du hast alles dafür. Ja, das ist nur ein Beispiel, ja, von etwas, wo du wunderst dich immer wieder, wie viele Leute iPhones haben. Leute, die gar kein eigenes Geld haben. Du fragst dich auch, woher haben die das? Ja, wie machen die das? Die tun alles dafür. Gehen extra arbeiten, machen irgendetwas, krumme Geschäfte, weiß ich was, Hauptsache sie kommen daran. Ja, das ist sozusagen, weil sie sehen, das ist so toll. Ja, das ist im Vergleich zu den anderen
Begierden und Lüsten des Diesseits natürlich gar nichts. Und Jibril a.s. oder zum, vielleicht verzeiht zum Paradies nichts. Und Jibril sagte a.s. keiner wird das Paradies sehen und davon hören, außer dass er es betreten wird. Und dann hat Allah Ta'ala es mit dem Makari, mit dem Anstrengung, mit Dingen, die das Nefs verhassen, umgeben, woraufhin er sagte, ich habe jetzt die Befürchtung, dass keiner es mehr betreten wird. Subhanallah Ajib, ja? Subhanallah Ajib. Und jetzt geht die Beschreibung des Paradies, dieses Gartens weiter. Und zwar, كِلْتَ الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَنْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا. Allahu Akbar. Die Beschreibung, wie sie weitergeht. Beide Gärten brachten ihren Ernteertrag hervor und ließen es in nichts davon fehlen. Und wir ließen dazwischen einen Fluss hervorströmen. Stellt euch das mal vor. Zwei Gärten oder ein Riesengarten, je nachdem. Zwei Gärten, wie Allah alles beschrieben hat. In der Mitte dieser Gärten Rebstöcke, andere Früchte, andere Fruchtbäume. Darum herum ein schöner Palmengarten, der den Garten, in dem die Rebstöcke und die anderen Früchte sind, geschützt ist und damit man Schatten gespendet. Und zwischen diesen beiden Gärten fließt ein Fluss, der diese Gärten bewässert. Und dieser Fluss, er ist das ganze Jahr über. Das ganze Jahr über fließt er. Das Wasser ist immer vorhanden. Und deswegen sagt Allah Ta'ala, وَلَنْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا. Beide Gärten brachten ihren Ernteertrag hervor. كِلْتَ الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا. Also immer. Ernte gab es immer normalerweise, in normalen Gärten ist was, mal ist die Ernte gut, mal fällt sie schlecht aus. Aber bei ihm war es immer gut gewesen. Ja, ein Gleichnis. Wow, alles ist wirklich so, ob es ein Gleichnis ist, Allah weiß es alles. Bei ihm ist es immer gut gewesen. Er hat immer Ernte gehabt. Und der Fluss ist immer geflossen. Und deswegen sagt Allah Ta'ala, وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا und ließen es in nichts davon fehlen. Also es gab jedes Jahr gute Ernte, ertragreiche Ernte. Warum sagt aber Allah Ta'ala, das ist jetzt etwas für die Araber, وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا. Was heißt وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا? وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا bedeutet hier وَلَمْ تَنْقُصْ مِنْهُ شَيْئًا. Es ließ es an nichts fehlen. Aber warum benutzt Allah Ta'ala das Wort Zalama in diesem Zusammenhang? Obwohl es eher unüblich ist für diese Bedeutung. Hat auch diese Bedeutung von fehlen, ja? Weil wenn ich jemandem Unrecht tue, was geschieht da? Nehme ich ihm etwas, oder? Wenn ich jemandem Unrecht tue, tue ich was? Ich nehme etwas von seinem Recht, also es fehlt ihm etwas. Und dementsprechend, wenn Allah sagt, وَلَنْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا, bedeutet dies, es fehlt ihm an nichts. Also der Ertrag ist immer gut. Aber warum benutzt Allah Ta'ala das Wort Zalama in diesem Zusammenhang? Einfach um aufzuzeigen, dass dieser Mann, also ein indirekter Hinweis, dass dieser Mann, dem Allah Ta'ala diese beiden Gärten gegeben hat, Unrecht tut. Allah tut ihm kein Unrecht, er hat ihm alles gegeben. Aber wie dankt er es ihm? Indem er nämlich gar nichts tut. Also Allah Ta'ala tut ihm kein Unrecht, aber dieser Mann, der alles bekommen hat, der tut Allah Ta'ala Unrecht. Guck mal, dieser Gegensatz. Ja? Und deswegen, die Worte des Koran sind sehr, sehr genau. Solche Feinheiten, das ist unglaublich. Ich bin nie, als ich heute den Tafsir gelesen habe, nie im Leben wäre ich darauf gekommen. Ja? Aber es sind so kleine Feinheiten, subhanallah. Der Koran ist voller Geheimnisse. Der Koran ist voller Geheimnisse. Die Sprache des Korans ist einmalig, weil sie göttlich ist. Es ist einmalig, weil sie göttlich ist. Kein Mensch kann so etwas schreiben. Wallahi, kein Mensch. Wir hatten, subhanallah, diese Geschichte, dieses Gleichnis, diese Parabel, kann man sagen, hatten wir sogar in der Arabistik an der Universität untersucht gehabt. Und selbst unsere Professorin meinte so, also diese Beschreibung, wie das beschrieben wird, wie dieses Gleichnis, diese Parabel aufgebaut ist, es ist so vollkommen und so perfekt, dass es wirklich Grunde genommen kaum von einem Menschen geschrieben worden sein kann. Sie sagt ja auch immer, der Koran ist kein Buch, was von einem Menschen geschrieben worden ist. Sagt sie immer, wo sie nicht Muslima ist. Ja, weil
sie sich wirklich mit diesem Koran und diesem Buch sehr, sehr intensiv auseinandergesetzt hat. Man hat auch schon mehrere Bücher über den Koran geschrieben. Frau Professorin Neuwirth, ja, also eine sehr, sehr interessante Frau, auch wenn sie keine Muslime ist, möge Allah Ta'ala, inshallah Ta'ala, ihr Hidayah geben. Also, nichts fehlt zum Gott. Allah Ta'ala tut ihm kein Unrecht, oder auch der Mensch. Allah tut dem Menschen kein Unrecht. Aber trotz allem ist der Mensch undankbar. Weil egal, was Allah von dir nimmt, im Endeffekt gehört es ihm, oder? Egal, was Allah von dir nimmt, er hat es dir doch zuvor gegeben. Bist du im Besitz irgendeiner Sache? Gehört dir irgendetwas von dem, was du hast? Hast du dir dein Herz selbst hergestellt? Hast du deine Zellen selbst produziert? Ja, hast du dir deinen Verstand selbst gegeben? Alles kommt von Allah. Das heißt, egal was Allah von dir nimmt, wenn dir etwas fehlen sollte, kannst du undankbar sein. Jemand, der Geld verteilt, von sich aus, das ist sein Geld, und er verteilt Geld einfach unter den Menschen, gibt dem 1.000 Euro, dem anderen gibt er 2.000 Euro, kann derjenige, der 1.000 Euro bekommen hat, sagen und sich beschweren bei ihm? Ich habe nur 1.000 Euro bekommen, warum gibst du ihm 2.000 Euro? Na, kann er nicht. Du hast aber nichts dafür getan. Ich schenke einfach, es ist meine Sache, es ist mein Geld, ich verteile das Geld unter den Leuten. Geht dich nichts an. Sehr froh, dass du auch was bekommst, ich kann es auch wieder von dir nehmen. Schütz, kannst dich nicht beschweren. Und im Endeffekt, alles, was du hast, gehört Allah. Allah hat dich überhäuft mit Gnaden und Gaben. Alleine, dass du auf dieser Welt umherwandeln kannst und lebst, diese Luft atmen kannst, reicht schon aus als Gnade von Allah subhanahu wa ta'ala. Und dementsprechend, egal was Allah von dir nimmt, er tut dir kein Unrecht. Nur du als Mensch tust dir selbst Unrecht. Und Allah ta'ala gegenüber bist du undankbar, wenn du dies nicht anerkennst. Und wenn du all dies vergisst. Und wenn du immer wieder die Gnaden Allah subhanahu wa ta'ala verkennst und verleugnest. Und jetzt sagt Allah subhanahu wa ta'ala folgendes: وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ. Und er hatte daraus reichlich Früchte, wird hier übersetzt. Viele Mufassilun haben dies anders interpretiert. Nicht als Früchte, weil es wurde ja schon erwähnt, dass er Ernte hatte. Sondern, dass er noch andere Güter hatte. Das heißt, neben den beiden Gärten hatte er noch andere Güter. Gold, Silber, Häuser, verheiratet gewesen, Kinder, all diese Gnaden von Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen haben auch einige Qurra, also Rezitationsgelehrten wie Al-Kasai ibn Amr und der andere war Ibn Kathir gewesen. Diese drei Qurra, sie lesen nicht Thamar, sondern Thumur. Wa kana lahu Thumur, nicht wa kana lahu Thamar. Was darauf hindeutet, dass damit was gemeint ist, dass damit nicht Ernte gemeint ist, das heißt Früchte, sondern andere Güter. Andere Güter. Das heißt, Allah Ta'ala hat ihn überhäuft mit Gnaden und Gaben. Wie er im Endeffekt jeden Menschen überhäuft hat mit Gnaden und Gaben. Nur der Mensch erkennt es nicht und sieht es nicht und will es nicht sehen. Und jetzt beginnt die eigentliche Geschichte. Das heißt, Allah Ta'ala, er hat es beschrieben, es sind da zwei Männer. Und jetzt geht er auf den einen ein, beschreibt, was er ihm alles gegeben hat. Und jetzt beginnt ein Gespräch. Ein Gespräch zwischen diesem Mann und einem anderen. Und dieser andere Mann, von dem wissen wir noch nichts. Aber durch das Gespräch erfahren wir, dass sie irgendetwas miteinander zu tun haben mussten. Und die Mufassirun haben teilweise Geschichten erwähnt, in denen sie sagen, dass dieser Qurtusch, der Mann ist, der keine zwei Gärten hatte, und der Tamlicha, der keine zwei Gärten hatte, und Qurtusch, dem Allah Ta'ala diese zwei Gärten gegeben hat, dass sie vorher Partner gewesen waren und auseinandergegangen sind und jeder ein Teil oder die Hälfte des Kapitals und des Gewinns daraus genommen hat. Der Tamlicha, der hat sein ganzes Vermögen gespendet. Während der Qurtusch dadurch dann noch mehr gewonnen hat und das Geld investiert hat. Ob das so richtig ist, ich mag das zu bezweifeln, weil es ist ja nicht verboten, Geld zu besitzen. Deswegen zweifle ich auch sehr, sehr stark an dieser Geschichte. Wichtig ist einfach, diese beiden Männer
mussten irgendetwas miteinander zu tun haben. Und jetzt wird gesagt, und ich habe große Zweifel, ob das wirklich so war, weil das hier nirgendwo steht, aber wir müssen davon ausgehen, dass sie in irgendeiner Weise sich kannten. Aber in den Geschichten wird es gesagt, dass nachdem der Temlicher nach seinem Vermögen gespendet hat, ging es ihm schlecht. Und er brauchte Arbeit. Und ging dann zu wem? Zu diesem Qurtusch und bewarb sich bei ihm, um in seinem Garten arbeiten zu können. Woraufhin es dann zu diesem Gespräch kam. Wallahu a'lam, ob das stimmt. Wichtig ist, sie kannten sich in irgendeiner Weise. Ich habe das nur erwähnt, damit wir wissen, okay, die Mufassirun, sie haben da etwas erwähnt. Was aber nicht authentisch ist. Und zwar sagt jetzt Allah subhanahu wa ta'ala folgendes. فَقَالَ لِصَاحِبِهِ Da sagte er zu seinem Gefährten. Sahib ist jemand, den man begleitet. Das heißt, sie mussten irgendetwas miteinander zu tun haben. Und mussten sich vorher in irgendeiner Weise gekannt haben. فَقَالَ لِصَاحِبِهِ Und jetzt kommt es. وَهُوَ يُحَاوِرُهُ Während er mit ihm einen Wortwechsel führte. Und jetzt beginnt der Wortwechsel. Dieses وَهُوَ يُحَاوِرُهُ ist ganz, ganz wichtig. Dieses وَهُوَ يُحَاوِرُهُ ist ganz, ganz wichtig. Warum ist es wichtig? Weil es uns nämlich eine Methodik beibringt. Die ganze Surat Al-Kahf, wie wir erfahren haben, baut im Endeffekt aufeinander auf. Die gesamte Surat Al-Kahf baut aufeinander auf. Beginnt mit der Geschichte der Ashab Al-Kahf, hatten wir das letzte Mal gesprochen gehabt. Und wir dürfen nicht vergessen, wann wurde Surat Al-Kahf dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam offenbart? Als die Muslime nach Abessinien auswanderten. Das heißt, in einer Zeit, wo es den Muslimen schlecht ging, wo sie unterdrückt wurden. Jetzt kommt diese Surat auf den Propheten sallallahu alaihi wa sallam herab. Und es wird ihm im Endeffekt aufgezeigt, was zu tun ist, indirekt. Bei Fitna in der Religion kann man sich zurückziehen, wenn es notwendig ist. Und deswegen haben sich die Muslime zurückgezogen, nämlich nach Abessinien, ein Teil von ihnen. Das macht man, wenn man unterdrückt wird. Und da sagt Allah Ta'ala, وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا in dieser Geschichte. Er soll aufpassen, er soll vorsichtig sein. Wir hatten das letzte Mal gehabt, als sie dann nach 309 Jahren aufgewacht sind, haben sie doch jemanden in die Stadt geschickt. Mit Münzen, Silbermünzen. Und dann sagten sie zu ihm, وَلْيَتَلَطَّفْ Pass auf! وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا Und keiner soll euch wahrnehmen. Das heißt, wenn wir unterdrückt werden als Muslime, das kann passieren, passiert immer noch, dann ist es unsere Aufgabe, was? Auf uns Acht zu geben. Nicht alles kundzutun. Nicht immer glauben oder nicht vergessen, dass es in dieser Welt Mittel gibt und Asbab, an die wir uns halten müssen. Das heißt, Vorsicht zu zeigen und zu haben, wenn man unterdrückt wird, ist durchaus etwas, was Allah Ta'ala von uns verlangt. Wenn wir unterdrückt werden, in solch einer Situation. Aber jetzt kommen wir zu einer anderen Geschichte, nämlich die wir heute haben. In dieser Geschichte sind zwei gleichgestellte Männer, die in einer Gesellschaft leben, wo keiner unterdrückt wird. Der eine ist Kafir, wie wir gleich sehen werden, und der andere, der ist Muslim. Und jetzt zeigt uns Allah Ta'ala auf, wenn wir in solch einer Situation sein sollten, wie beispielsweise in Deutschland, dann ist unsere Aufgabe, was zu machen? Qiwar. Muhawar. Da'wa. Das heißt, in der ersten Situation, wenn wir unterdrückt werden, müssen wir vorsichtig sein. Uns verstecken mit unserer Religion. Illa antattaqu minhum tuqah. Diese Taqiyya. In diesem Fall ist Taqiyya erlaubt. Das heißt, dass ich etwas anderes zeige, als ich in Wirklichkeit glaube, um mein Leben zu bewahren. Natürlich wissen wir, dass einige Gruppierungen im Islam das Wort Taqiyya genommen haben und daraus etwas anderes gemacht haben und aus der Taqiyya ein Ziel gemacht haben und Taqiyya immer anwenden. Das heißt, immer bereit sind zu lügen, weil sie glauben, das ist eine Form der Ibadah. Das sehen wir als Ahlus Sunnah wal Jama'ah nicht so. Sondern nur in einer Situation, wo ich unterdrückt werde, wo ich meinen Glauben nicht frei leben kann und wo ich Angst haben muss um mein Leben, hat das Leben Vorrang. Und kann dann auch in solch einem Fall mich schützen, indem ich beispielsweise lüge oder indem ich bestimmte Dinge geheim halte. Wie der Mu'min von Ali Fir'aun, der Gläubige von der Familie Pharaos, der seinen Glauben geheim gehalten hat.
ويكتم إيمانه. Er hat seinen Glauben geheim gehalten, um nicht aufzufliegen, damit er nicht getötet wird. Völlig in Ordnung. Und hier sind sie gleichgestellt in einer Gesellschaft. Der eine, er praktiziert, der andere ist ungläubig. Also was ist jetzt das Gebot der Stunde? Wie gehe ich um mit den Menschen? Ich verstecke mich nicht mehr, sondern ich gehe auf die Menschen zu und ich mache Dawah. Ich spreche mit ihnen über Allah subhanahu wa ta'ala. Hiwak. Was ganz, ganz Wichtiges. Deswegen sagt Allah ta'ala auch im Koran, selbst gegenüber Nicht-Muslimen, وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُوا إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ. Und streitet mit den Leuten der Schrift, disputiert mit ihnen, nur in bester Art und Weise, außer denjenigen, die euch Unrecht tun. وَقُولُوا أَمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ. Und sagt, wir glauben an an das, was auf uns herabgekommen ist und auf euch herabgekommen ist. وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ. Und unser Herr und euer Herr ist der gleiche und ist einer. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. Und wir sind ihm alle ergeben. Das heißt, hier ist was angesagt. Hiwar. Ganz wichtig für die Da'wah. Dieser Hiwar. Das heißt, wenn ich Unrecht auf der Straße sehe oder beispielsweise eine Schwester sehe oder einen Bruder sehe, der nicht praktiziert, dann ist es nicht meine Aufgabe, zu ihm zu gehen, einen reinzuhauen, sondern meine Aufgabe ist es, mit ihm zu reden. Okay, wow, wir sind gleichgestellt. Jetzt kommen wir aber zu der dritten Geschichte. Es gibt vier Geschichten insgesamt, aber die letzte Geschichte ist die von Dhul-Qurnayn. Die von Dhul-Qurnayn, der mit den beiden Hörnern. Was war mit ihm gewesen? Er hat eine ganz andere Position gehabt. Er war Herrscher gewesen. Über den Osten und den Westen. Und er hat jetzt auch mit Gewalt Dinge verändert, weil er nämlich dazu die Möglichkeit hatte. Mit Gewalt heißt nicht, dass wir Unrecht ausüben, aber bestimmte Dinge, die er verändern konnte, hat er verändert. Das heißt, wenn ich die Kompetenz besitze, etwas zu verändern und es auch darf, beispielsweise als Familienvater, als Lehrer, egal in was für eine Situation ich bin, dann kann ich dies tun und sollte ich dies auch tun, wenn dies in meiner Macht liegt. Das heißt nicht, dass ich Gewalt anwende, sondern dass ich aber diese Position ausnutze, um etwas zum Guten zu verändern. Aber hier, wenn es auf die Straße geht, wenn es um den Dialog mit anderen Religionen geht, dann heißt es was? Das Gebot der Stunde? Al-Hiwar, der Dialog. Udu'u ila sabili rabbika bil-hikmati wal-maw'izati al-hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Blick deines Herrn mit Weisheit und mit guter Ermahnung auf und und streite mit ihm in bester Art und Weise. Also, interessant ist, Allah Ta'ala lässt in diesem Gespräch ihn beginnen. So nach dem Motto, er ist auf ihn zugegangen, zu seinem Gefährten, den er irgendwo herkannte, um anzugeben, um sich über ihn zu stellen. Ganz gleich, wer das Gespräch begonnen hat, Allah Ta'ala lässt ihn in dieser Geschichte beginnen. Also mit anderen Worten, er stellt das, was er hat, zur Schau. Er gibt damit an. Er glaubt, er sei besser, weil er mehr besitzt als andere, eine schlimme Krankheit. Es ist nicht verboten, sich schön zu kleiden. Manche glauben, es sei verboten, sich schön zu kleiden. Barakallahu fik. Inna Allah Ta'ala jamilun yuhibbul jamal. Allah Ta'ala ist schön und er liebt das Schöne. Ich habe von einem Bruder gehört, der nur noch ganz einfach Kleidung trägt, teilweise auch ungepflegt aussieht und glaubt, dass dies zur Religiosität gehört. Oder sogar hier entspannt. Ja, glaubt, das gehöre zur Religiosität, weil die Sahaba dies angeblich auch getan haben. Das ist richtig, wir wissen, einige Sahaba haben nicht darauf Acht gegeben. Aber es war auch eine ganz andere Situation gewesen. Aber das widerspricht nicht der Religion, dass ich mich gepflegt kleide. Das widerspricht auch nicht der Religion, dass ich mir mal etwas Teures leiste. Solange es nicht zu was führt, solange es nicht zu Khuyala, das heißt Prahlerei, Wala Israf, noch Verschwendung führt, wie es auch viele Gelehrte gesagt haben und auch Gefährten unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Es wird von einem Sahabi, ich kann mich entsinnen, dass es Abdullah ibn Umar oder Abdullah ibn Abbas gewesen war,
dass er gesagt hat, zieh an, was du möchtest. Fi ghayri ma makhiyaratin wala israf. Ohne dass es zu Prahlerei noch zu was führt? Noch zu Verschwendung führt. Du kannst alles anziehen. Mit Ausnahme und alles essen, was du willst. Ibis mashit wa kul mashit. Ja, alles, solange es nicht zu Israf führt, noch zu Angeberei. Und das ist eine schlimme Krankheit im Übrigen. Gerade, und das spreche ich auch gerade unsere jüngeren Brüder an und unsere jüngeren Geschwister. Weil dieser Modefimmel, ich muss immer das Teuerste vom Teuersten haben. Ich muss immer die beste Marke haben. Ich gebe damit an in der Schule. Wenn jemand sich mal nicht so etwas leisten kann, dann mache ich mich über ihn lustig. Sehr, sehr gefährlich. Sehr, sehr gefährlich. Ich gehe davon aus, dass es hier, alhamdulillah, nicht so schlimm ist. Aber wir wissen, wie schlimm es in der Schule ist heutzutage. Ich weiß selbst noch früher, als ich zur Schule gegangen bin, wie sehr man darauf Acht gegeben hat, dass man eine Levi's trägt oder Nike-Schuhe oder weiß ich was. Das waren damals sozusagen die Marken gewesen, die in waren. Ja, das musste sein, wenn nicht, dann warst du out gewesen, dann hast du nicht dazugehört. Schlimm. Ja? Und die Leute haben angegeben, immer mit den teuersten Schuhen, 300 Mark früher, ja, oder 250 Mark, ja, extra die neuesten Schuhe und immer dann sozusagen damit angegeben, immer, heutzutage sind es wahrscheinlich die besten Handys und so weiter und so fort. Das sind gefährliche Sachen. Damit sollte ich aufpassen. Aber inna Allah ta'ala jamilun yuhibbul jamal. Allah ist schön und liebt das Schöne. Und was ist jetzt Kibr? O Gesandte Allahs. Al-Kibru bataru al-haqqi wa ghamtu an-nas. Hochmut ist was? Dass ich die Wahrheit ablehne und die Menschen unterdrücke und auf sie sozusagen herabschaue. Von oben auf sie herabschaue. Das ist schlimm. Genau das ist, was er getan hat. Ana aktharu minka malan wa a'azzu nafara. Ich habe mehr Besitz als du und eine mächtigere Schar. Er betet sich etwas darauf ein. Er glaubt, dass dies etwas Besonderes sei. Und dann machte er Folgendes. Er nahm noch seinen Freund mit. Komm mal mit in meinen Garten. Ich zeig dir mal, was ich habe, was du gerne haben würdest. Und er betrat seinen Garten, während er sich selbst Unrecht tat. Guck mal. Walimun li nafsi. Warum sagt nicht Allah Ta'ala walimun lah zu dem anderen? Warum sagt er tut sich selbst Unrecht? Weil im Endeffekt der Mensch, wenn er so etwas tut, sich einzig und allein selbst schadet. Er glaubt, dass er in diesem Moment dem Ärmeren etwas auswischen kann. Aber in Wirklichkeit tut er sich nur selbst Unrecht, weil nämlich am jüngsten Tag er zu den Verlierern gehören wird, möge auch das Subhanahu wa ta'ala uns davon einen Schutz nehmen. Deswegen immer wieder im Koran, diejenigen, die sich selbst Unrecht tun. Wenn du sündigst, tust du dir selbst Unrecht. Wenn du einem anderen Unrecht tust, tust du dir in Wirklichkeit selbst Unrecht. Weil du wirst dies am jüngsten Tag spätestens bereuen. Aber eventuell schon im Diesseits, wie wir in dieser Geschichte auch sehen werden. Er sagte, ich glaube nicht, dass dieser Garten jemals zugrunde gehen wird. Was für ein Dummkopf. Was für ein Dummkopf. Aber Wallahi, viele Menschen sind so. Auch wenn sie es nicht direkt sagen. Viele Menschen sind so. Sie glauben, dass das, was sie besitzen, niemals ein Ende haben. Sie glauben, wenn sie erfolgreich sind im diesseitigen Leben, was ja an sich nicht falsch ist, wenn es nicht zum Ziel wird. Was an sich nicht falsch ist, wenn es nicht zum Ziel wird, zum eigentlichen Ziel. Und wenn das Vermögen im Herzen ist und nicht mehr auf der Hand. Sie glauben, dass wirklich das diesseitige Leben alles ist. Und lassen sich ablenken durch die Dunya und durch den Handel und durch das Vermögen. Und deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala in Surat al-Nur und er beschreibt die wahren Gläubigen, guck mal, wie Allah ta'ala die wahren Gläubigen beschreibt. Fi buyutin adhina Allahu an turfa'a wa yuthkara fi asmu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asali rijalun la tulhihim tijaratun ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. In Häusern, für die Allah erlaubt hat, dass sie errichtet werden und dass darin sein Name genannt wird, ihn preisen darin am Morgen und am Abend
Männer, guck mal jetzt, die weder Handel noch Kaufgeschäft ablenken vom Gedenken Allahs. Hört mal ganz genau hin. Die weder Handel noch Kaufgeschäft ablenken vom Gedenken Allahs. Das heißt, alle handeln. Sie handeln. Sie sind tätig. Sie streben nach ihrem Rizq. Aber es lenkt sie nicht ab. Und das ist es, worauf es ankommt. Als Imam Ahmad ibn Hanbal von einem Mann gefragt wurde, O Imam, ist es erlaubt, Vermögen zu besitzen und Vermögen zu sein? Sagte er, ja, solange das Vermögen in der Hand liegt und nicht im Herzen. Ja, solange es in der Hand ist, kein Problem. Aber wenn es ins Herz gelangt, dann wird es problematisch. Weil dann bist du abhängig. Und dann wird es zum eigentlichen Ziel. Und dann wird die Liebe zum Vermögen, die Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala verdrängen. Und es gibt Brüder. Es gibt Brüder, die ich persönlich kenne. Die erfolgreich, die praktizierend waren, aktiv waren. Und dann, alhamdulillah, Allah hat ihnen Erfolg gegeben in ihrem Beruf. Und subhanallah, sie haben sich dann so auf ihren Beruf konzentriert, dass sie alles andere vernachlässigt haben. Und das beginnt langsam. Erst einmal geht man nicht mehr in die Moschee. Fängt an, seine Gebete in der Moschee zu unterlassen. Dann fängt man an, seine Gebete zusammenzufassen. Ich habe Arbeit, ich habe zu tun. Und dann irgendwann einmal wird das zu viel. Kommst am Abend nach Hause, bist müde. Ach, morgen kann ich immer noch beten. Hol dich danach. Und dann irgendwann einmal führt es dazu, dass man sein Gebet gar nicht mehr verrichtet. Und wenn man kein Gebet verrichtet, wenn man fernab ist von der Moschee und von der Gemeinde, dann geht es ganz, ganz schnell. Ganz, ganz schnell. Und dann kommen nämlich diese Dinge. Hochmut. Man fängt dann an, weil man glaubt, aha, ich habe jetzt etwas erreicht, auf die anderen, die man vorher kannte, von oben herabzublicken. Guck mal, ich habe was geschafft. Man beginnt genervt zu sein, wenn man in gewisser Weise auch eifersüchtig ist und neidisch ist. Die sind immer noch praktizierend, ich nicht. Das, was ich habe, ist, alhamdulillah, einen guten Job. Oh, ich bin viel besser als die. Die sind doch alles einfache Leute in der Moschee. Wallah, ein Bruder, als wir vor 2 Wochen eine Veranstaltung hatten, kam zu mir und er meinte, er ist Palästinenser, und er meinte zu mir, Bruder Farid, ich habe eine Frage. Und zwar, mein Bruder, der ist Doktor, hat einen Doktortitel, auch Palästinenser, hat einen Doktortitel erlangt, aber seitdem er diesen Weg gegangen ist, will er mit der Religion nichts mehr zu tun haben. Und hat sogar wal-iyadu billah Kufr begangen und lebt jetzt mit seiner Freundin alleine zusammen. Und will mit der Familie auch nicht mehr viel zu tun haben, weil sie ihn immer wieder sozusagen, weil sie dagegen sind, dass er mit einer Freundin zusammen lebt. Früher war er praktizierend gewesen. Jetzt hat er einen Doktortitel und Herr Doktor, er kann doch nicht hier mit den einfachen Leuten in der Moschee stehen. Möge Allah ta'ala uns davor bewahren. So schnell geht das. Oh, jetzt schrittweise. Nicht von einem Tag auf den anderen. Schrittweise kommt das. Und wie gesagt, ich glaube nicht, dass dieser Garten jemals zugrunde gehen wird. Und jetzt kommt das Schlimmste von allem. Guck mal, im Grunde genommen beginnt es Schritt für Schritt. Und ich glaube nicht, dass die Stunde des Gerichts sich einstellen wird. Und wenn ich zu meinem Herrn zurückgebracht werde, werde ich ganz gewiss etwas Besseres als ihn als Rückzugsort finden. Oh, wie dumm ist der Mensch doch. Wie blind ist der Mensch doch. Guck mal, erstmal verleugnet er die Stunde. Khalas. Religion war Schnee von gestern gewesen. Und dann, selbst wenn es etwas geben sollte nach dem Tod, wenn Allah mir all dies gegeben hat, dann wird er mir im Jenseits noch mehr geben. Weil er nämlich nicht sieht, dass das Geld, was er bekommen hat, und das Vermögen und der Garten und die Güter, die er erhalten hat, eine Prüfung sind, für die er dankbar sein sollte. Sondern er glaubt, dass dies eine Auszeichnung ist. Er glaubt, dass dies eine Auszeichnung ist. Und wenn er im Diesseits ausgezeichnet wurde von Allah, dann wird er natürlich im Jenseits eine noch höhere Stellung haben. Und immer wieder haben wir im Koran genau diese Stellen, in denen Allah Ta'ala darüber spricht. أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا. Es wird gesagt über Al-As ibn Wa'il mit Khabbab ibn Arad. Hast du denjenigen gesehen, der Kufr begangen, Unglauben begangen hat, gegenüber unseren Zeichen und sagte, ich werde Vermögen und Nachkommenschaft erhalten. Und jetzt sagt Allah Ta'ala,
Hat er etwa einen Blick in die Verborgenheit, in das Verborgene? Weiß er, was nach dem Tod geschehen wird? Dass er so sicher sein kann, dass er nach dem Tod genau dasselbe erhalten wird wie im diesseitigen Leben? Am ittakhadha 'inda ar-rahmani 'ahda? Oder hat er vom Al-Erbarm einen Vertrag erhalten? Ein Versprechen, ja? Du wirst das und das bekommen? Immer wieder. An anderer Stelle sagt Allah subhanahu wa ta'ala, la yaqulanna hadha li. Der Mensch wird sagen, das ist für mich. Uma awumu sa'ata qa'ima. Und ich glaube nicht, dass die Stunde beginnen wird. Wala irruj'tu ila rabbi. Selbst wenn sie beginnen sollte und ich dann zu meinem Herrn zurückkehren sollte, inna li 'indahu al-husna. Dann werde ich was bekommen bei ihm? Das Schönste. Weil wenn ich das Schönste im Diesseits bekommen habe, dann muss ich auch das Schönste im Jenseits bekommen. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, فَلَنَّبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ خَلِيفٍ. Das ist die Antwort Allahs. Ja? Wir werden diejenigen, die Kufr begangen haben, darüber in Kenntnis setzen, was sie getan haben. Und dann werden wir sie eine harte Strafe kosten lassen. Möge Allah ta'ala uns vor dieser harten Strafe bewahren. Immer wieder diese Menschen, immer das gleiche Schema. Der Mensch bleibt Mensch. Mensch bleibt Mensch. Egal ob vor 5000 Jahren, 10.000 Jahren oder egal ob im Jahr 2012. Mensch bleibt Mensch. Undankbar bleibt undankbar. Es ist dasselbe Schema. Und jetzt kommt die Antwort des Gläubigen. Desjenigen, den Allah Ta'ala mit Armut geprüft hat und der seine Prüfung bestanden hat. Nämlich indem er geduldig gewesen ist und zufrieden mit dem, was Allah Ta'ala ihm gegeben hat. قَالَ لَهُ صَاحِبُ. Jetzt antwortet, lässt Allah Ta'ala ihn antworten. Sein Gefährte sagt zu ihm. Und jetzt wieder, وَهُوَ يُحَاوِلُ. Dieselbe Ebene. Ganz wichtig. Ja? Dieselbe Ebene. Der eine steht nicht über dem anderen. Und dementsprechend muss man was machen? Sprechen. Reden mit ihm. وَهُوَ يُحَاوِلُ. Während er sich mit ihm unterhielt oder mit ihm einen Wortwechsel führt. أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. Verleugnest du denn denjenigen, der dich aus Erde, hierauf aus einem Samentropfen erschaffen und hierauf dich zu einem Mann geformt hat? Jetzt zeigt er ihm noch einmal auf, was eigentlich sein Ursprung ist, wo er eigentlich kommt. Er ist nichts anderes als Erde, genauso wie der andere. Und Allah Ta'ala hat ihn erschaffen, genauso wie er ihn auch erschaffen hat. Wenn du glaubst, du seist etwas Besonderes, du bist auch nicht anders erschaffen worden. Wir sind alle aus Erde. Wir sind alle aus einem Samentropfen. Und Allah Ta'ala hat uns alle erschaffen. Also warum versuchst du dich über mich zu stellen? Und das sollte man sich immer fragen, wenn man Hochmut in seinem Herzen entwickelt. Warum sollte ich mich über andere stellen, wenn wir doch im Endeffekt alle gleich sind? Vor Allah Subhanahu wa Ta'ala. Und hier möchte ich noch vor einer ganz schlimmen Form von Hochmut warnen, welche insbesondere die praktizierenden Geschwister betrifft. Nämlich, dass ich, nachdem ich anfange zu praktizieren, mich über andere stelle und glaube, ich sei besser als sie. Und das sehen wir bei einigen Geschwistern. Das sehen wir bei einigen Geschwistern, die vorher gestohlen haben, Sinner begangen haben, im Gefängnis gesessen haben und dann sich im Gefängnis geändert haben oder irgendwie auf den richtigen Weg gekommen sind. Sie waren in einem Extrem gewesen, fangen jetzt an zu praktizieren, fallen in das andere Extrem. Und damit sie sich selbst etwas beweisen können, stellen sie sich jetzt über andere. Ganz gefährlich. Glaub niemals, du seist besser als andere. Stell dich niemals über andere, weil das ist eine der schlimmsten Formen der Hochmut. Es ist im Grunde genau das, was Iblis getan hat. Nichts anderes. Ich bin besser als er. Mich hast du aus Feuer erschaffen, ihn aus Leben. Ich habe solch eine hohe Stufe bei Allah erlangt, aber noch gar nichts. Nimm dich in Acht davor. Und jetzt sagt er, lakinnahu Allah, wir müssen ein bisschen zusammenfassen, weil die Zeit knapp geworden ist. Ich habe heute in die Länge gezogen. Lakinnahu Allah Rabbi, wa la ushriku bi Rabbi ahada. Wa la ushriku bi Rabbi ahada. Aber was mich betrifft, er Allah ist mein Herr und ich geselle meinem Herrn niemanden bei. Also er versucht ihm jetzt sozusagen, ihm Da'wah zu machen. Er versucht ihn zu erinnern an das, was er eigentlich tun sollte. Und dann
sagt er ihm auf, was er eigentlich machen sollte. وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِنْ تَرَنِي أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا. Würdest du doch, wenn du deinen Garten betrittst, sagen, es sei, was Allah will. Es gibt keine Kraft außer bei Allah, außer durch Allah, wenn du auch siehst, dass ich weniger Besitz und Kinder habe als du. Und dann verasa Rabbi, also verzeiht, lass uns erstmal da einen Punkt machen. Masha'Allah la quwwata illa billah. Das heißt, das ist es, was du eigentlich hättest sagen sollen. Und das ist es, was auch Sunna ist zu sagen, wenn man etwas Schönes sieht, was Allah Ta'ala einem gegeben hat. Wenn du eine Ni'mah hast, dann sag genau das, was Allah Ta'ala uns hier aufgezeigt hat. Masha'Allah la quwwata illa billah. Es sei, was Allah will. La quwwata illa billah. Es gibt keine Kraft außer durch Allah. Merkt euch das. Zumindest Masha'Allah. Diese Worte, diese schönen Worte. Wenn du etwas bekommen hast von Allah Ta'ala, dann danke Allah Ta'ala dafür. Insbesondere, wenn du es anderen zeigst, indem du sagst, Masha'Allah, la quwwata illa billah. Oder wie es uns der Prophet sallallahu alaihi wa sallam beigebracht, Allahumma barik. O Allah, segne es. Ja? Oder das, was Allah Ta'ala hier im Koran erwähnt hat, Masha'Allah, la quwwata illa billah, weil die Sache dadurch gesegnet wird, weil ich sie nämlich auf ihren Schöpfer, auf denjenigen, der sie mir eigentlich gegeben hat, zurückführe und somit den Menschen, die um mich herum sind, und mir selbst aufzeige, das ist nicht von mir, sondern einzig und allein von wem? Von Allah subhanahu wa ta'ala. Und dann sagt Allah ta'ala, in tarani ana aqalla minka ma'lan wa walada fa'asa rabbi an yu'tiyani khayran min jannatika wa yursila alayha husbanan min as-sama'i fatusbiha sa'idan zalaqa. Wenn du auch siehst, dass ich weniger Besitz und Kinder habe als du, so wird mein Herr mir vielleicht etwas Besseres als seinen Garten geben und über ihn aufeinander folgende Strafe vom Himmel senden, sodass er zu schlüpfrigem Erdboden wird. Und dann geht es weiter. يُصْبِحَ مَاءُهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطْوِيَ لَهُ طَلَبًا. Oder dass sein Wasser versickert sein wird, sodass du es nicht mehr wirst ausfindig machen können. Das heißt, er zeigt niemals auf, was alles geschehen könnte. Wie Allah Ta'ala diese Gnade von ihm nehmen könnte. Aber er ist leider nicht aufgewacht, sondern ist in seinem Irrtum geblieben und ist, hat an seinem Hochmut festgehalten. Und deswegen zeigt Allah Ta'ala die Konsequenz dessen auf, indem er nämlich sagt, وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا. Seine Früchte wurden ringsum erfasst und mit seinen Früchten muss nicht unbedingt der Garten nur gemeint, sondern alle seine Vermögensgüter wurden ringsum erfasst. Da begann er, seine Handflächen umzudrehen, wegen dessen, was er für ihn ausgegeben hatte, während er wüst in Trümmern lag und zu sagen, oh, hätte ich doch meinem Herrn niemandem beigesellt. Das heißt, er macht jetzt so, hätte ich doch bloß. Er bereut. Aber jetzt gibt es keine Möglichkeit mehr zu bereuen. Es ist vorbei, der Garten ist weg. All das, was er im Grunde genommen investiert hat, ist von einem Moment zum anderen weg. Das ist die Dunya. Allah Ta'ala zeigt es auch. Guck mal, so schön, dieser Garten. Aber in einem Moment ist er weg. Und das zeigt auch, dass diese Dunya bei Allah keinen Wert hat. Weil würde sie Wert haben, dann würde so etwas Schönes ewig bleiben. Aber es hat keinen Wert. Und dementsprechend ist Allah Ta'ala es auch vergehen, ohne dass er dieser Sache in irgendeiner Weise Wert gibt. Und unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat gesagt, لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تُسَاوِ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةً مَا سَقَ الْكَافِرَ مِنْهَا شَرْبَةً مَا. Wenn diese Dunya bei Allah Ta'ala den Wert des Flügels einer Mücke hätte, würde er dem Ungläubigen nicht einmal was geben? Einen Schluck Wasser. Also, sie hat nicht. Sie hat keinen Wert und dementsprechend hat Allah Ta'ala diesen Garten zerstören lassen und er hat bereut, aber er hat zu spät bereut und deswegen muss der Mensch aufpassen, bevor dir so etwas zustößt, sei dankbar. Und Allah wird dir dein Vermögen segnen, das ist das Schöne. Wallahi, ein Bruder, den ich persönlich sehr, sehr gut kenne und der sehr, sehr viel spendet, sehr, sehr viel spendet. Ich weiß jetzt persönlich, dass er sehr, sehr viel spendet. Und er versucht es immer geheim zu halten, aber man erfährt es ja. Subhanallah, er sagt,
Immer wenn ich etwas gebe, gibt mir Allah Ta'ala dafür noch mehr. Immer wenn ich etwas gebe, gibt mir auch noch mehr. Es ist wie verhext. Nicht verhext, aber es ist so Schönes. Er meint, jedes Mal, wenn ich etwas gebe, kommt plötzlich irgendetwas. Mein Arbeitgeber kommt zu mir und sagt zu mir, komm, willst du nicht sozusagen noch das machen? Und erhöht ihm sein Gehalt. Ja? Und er gibt ihm immer mehr, immer mehr, immer mehr. Das heißt, wenn du dankbar bist, wird Allah dir mehr geben. وَلَا إِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. Wenn ihr dankbar seid, werde ich euch noch mehr geben. Es ist eigentlich so einfach, aber der Mensch versteht es nicht. Und wenn du undankbar bist, kann es sein, dass Allah alles von dir nimmt und du auch noch dafür bestraft wirst. وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. Und kein Segen darin steckt. Immer wieder habe ich von Brüdern gehört. Die mir gesagt haben, ich hatte ein großes Unternehmen. Ich habe sehr, sehr viel Geld verdient. Aber es war haram gewesen. Und subhanallah, sie meinten, am Ende des Monats, egal wie viel ich hatte, es war immer weg gewesen. Und ich habe auch noch Schulden gemacht. Jemand, der 4.000, 5.000 Euro im Monat verdient, allein steht es, sagt, am Ende des Monats hatte ich kein Geld mehr. Und musste auch noch Schulden machen. Warum? Kein Segen. Und jemand anderes verdient vielleicht gerade mal 800 Euro im Monat. Aber Allahu Akbar, hat eine Familie, hat immer zu essen, immer das, was er hat. Es ist der Segen, der darin liegt. Es ist die Dankbarkeit für das, was Allah Ta'ala ihm gegeben hat. Und jetzt sagt Allah Ta'ala und schließt damit diese Geschichte ab. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا. Und er hatte weder eine Schar, die ihm anstatt Allahs half, noch konnte er sich selbst helfen. Keine Möglichkeit, denn wenn Allah dich bestraft, gibt es kein Zurück mehr. In dem Fall gehört all die Schutzherrschaft Allah, dem Wahren. Er ist der Beste im Belohnen und er verschafft den besten Ausgang. Also mit anderen Worten, wende dich Allah zu. Danke Allah für das, was er dir gegeben hat. Und du wirst zu den Gewinnern und Erfolgreichen gehören. Wendest du dich jedoch ab von Allah Ta'ala und glaubst, dass du dieses selbst angeeignet hast, dann gehörst du zu den Verlierern. Es gibt viele Geschichten, die noch darauf hinweisen, die wir leider jetzt aufgrund der Zeit nicht mehr erwähnen können. Unter anderem die Geschichte von den drei Männern, demjenigen, der keine Haare hatte und derjenige, der leprakrank gewesen ist und der Blinde. Die beiden, der Leprakranke und der Glatzkopf, sie waren undankbar gewesen, weil Allah Ta'ala ihnen nämlich Vermögen gegeben hat und sie gesund gemacht hat. Woraufhin Allah Ta'ala sie wieder in ihren ursprünglichen Zustand zurückkehren ließ. Und der Blinde, er ist dankbar gewesen, hat von seinem Vermögen etwas abgegeben. Woraufhin Allah Subhanahu wa Ta'ala ihn sein Vermögen behalten ließ. Eine auch sehr, sehr schöne Geschichte, die ich eigentlich erwähnen wollte in diesem Zusammenhang. Aber leider reicht die Zeit dazu nicht aus. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan.